Ausgerechnet heute, am 11. September, muss die NSA öffentlich eingestehen und Unterlagen darüber herausgeben, dass sie doch in großer Zahl Daten auch amerikanischer Bürger abgegriffen hat. Das rechtliche Werkzeug dafür stammt aus den Monaten nach dem 11. September 2001, als Präsident Bush und der Kongress die US-Dienste mit neuen Vollmachten aufrüsteten. Diese Mittel der NSA sind nun ein Teil der wachsenden Arsenale für den Kampf im Internet. Ein Krieg um Daten, der auch ganz praktische Auswirkungen bei uns hat, wie Elmar Thewesen berichtet. Cyberangriffe sind kinderleicht. Wir testen das mal im westfälischen Beckum. Ein Laptop, ein Hacker und ein Internetzugang reichen aus, um das Sonntagsgeläut einfach mal auf Mittwoch zu verlegen. Ein Gotteshaus in Hackerhand. Der Angriff gelingt, weil das Steuerungssystem der Kirche ans Internet angeschlossen ist, sowie die Steuerung von Kraftwerken, Stromnetzen und Industrieanlagen der sogenannten kritischen Infrastruktur. Auf die gleiche Weise attackierten chinesische Hacker im Staatsauftrag 2012 amerikanische Banken. Sie drangen auch in die Kontrollsysteme von Staudämmen ein und hätten die Wasserversorgung der USA sabotieren können. Amerika sieht sich in einem Cyberwar und braucht deshalb Daten für Verteidigung und Gegenangriff. Man kann mit solchen Daten auch die Verwundbarkeiten in den Systemen finden und damit dann im Kriegsfall die kritische Infrastruktur und die industrielle Basis eines Gegners angreifen. Auch deshalb sammelt die NSA hier in riesigen Datenspeichern im US-Bundesstaat Utah Massendaten. Und sie investiert in bahnbrechende Entschlüsselungstechniken, um gegnerische Codes zu knacken und das Internet auszubeuten. Und da kommen wir ins Spiel, weil wir so gern vernetzt sind. Die NSA hat die Zugangscodes geknackt für Smartphones und den besonders geschützten Internetverkehr. Online-Banking, Patientendaten, Aufenthaltsorte und mittendrin steckt vielleicht das, was für den Geheimdienst besonders wertvoll ist. Sensible Firmengeheimnisse und Passwörter für große Computersysteme. Solche Daten tragen zum Erhalt der Vormachtstellung in der Welt bei. In einer streng geheimen Anweisung des US-Präsidenten von 2012 heißt es: Cyberattacken bieten einzigartige und unkonventionelle Fähigkeiten, um nationale Ziele der USA rund um die Welt voranzubringen. China gilt dabei als Hauptgegner. In einem Teehaus in Peking treffen wir Wang Jiadong, einen der Vordenker der chinesischen Cyberwar-Strategie. Auch China sieht sich in diesem weltweiten Kampf um die Daten. Das Land, das den Cyberkrieg verliert, würde vollständig erobert, weil der Sieger alles weiß. Wir werden nicht zulassen, dass es nur noch eine dominierende Nation gibt, die der Menschheit ihre Regeln aufzwingt. Die NSA will alles wissen, um politisch, wirtschaftlich und militärisch Druck ausüben zu können. Deutschland, so sagt der Chef der deutschen Spionageabwehr, ist dabei kein Ziel der USA, aber Ziel anderer Staaten. Und das erfülle ihn mit Sorge. Wir müssen gewappnet sein, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch nicht cybermäßig erpressbar sind. Denke ich, dass man uns nicht drohen kann, wenn wir nicht ein bestimmtes Verhalten als Deutschland zeigen, dass dies zu möglichen Angriffen auf unsere kritischen Infrastrukturen führt. Die Abhörstation Bad Aibling bei München. Von hier liefert der Bundesnachrichtendienst der NSA eifrig Daten über andere Staaten. Auch die könnten den Cyberwar befeuern, und genau davor will Edward Snowden die Öffentlichkeit warnen.